Weiter geht's mit The Legend of Zelda A Link to the Past. Im letzten Part hatte ich dieses Amulett bekommen aus dem Dungeon. Damit kann ich jetzt zu dem Dorfältesten gehen. Und der erzählt mir was. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen, so höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die sieben Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Link, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies doch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weiter vererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Ui, die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles mögliche anrappeln. In einer der Höhen östlich des Haliasees ist etwas Nützliches versteckt. So, und die werde ich auch gleich aufsuchen. Der Haliasee ist wahrscheinlich das hier unten, was man gerade gesehen hat. Also, und da werde ich jetzt hinlaufen. Zack. Zack. Oh shit. Gut, hier geht's runter. Zack. Komme ich denn am schnellsten hin eigentlich? Ich muss, glaube ich, hier ganz außen rum, oder? Okay, es ist wie in Zelda 1. Wenn man nicht zuschlägt, dann wehrt man die Pfeile ab. Gut zu wissen. Hier wollte ich nicht hin. Es geht nämlich hier lang. Dort unten ist eine Sackgasse. Zumindest fürs Erste. Hier rüber oder? Ne, runter. Hier auch runter, dann durchrennen. Okay, das war knapp. Oh shit. Oh Junge. Nicht mal getroffen. So, hier müsste es sein, oder? Also noch nicht ganz, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Hier ist nix. Zack. So, hier drin, hier dahinter könnte das sein. Ah, hier geht's weiter. Interessant. Was ist hier? Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Achte auf deine Magieanzeige. Was meint der mit Luft zerschneiden? Okay. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich bleib mal beim Bogen. Kann ich irgendwie lang? Okay, hier scheint es nicht lang zu gehen. So, hier nebenan ist auch noch eine Höhle. Ach, strick wieder die falsche Taste. Das sieht mir ziemlich kaputt aus. Ist es auch. Ach, hier. Sehr gut. So, und was ist jetzt hier? Kann ich jetzt hier durch?
Ja, Blut ist, denke ich mal, auch egal. So, ich werde jetzt. Kann ich jetzt die Karte öffnen? Nein. Nach Kakariko gehen. So, ich bin da. Ich habe mich nicht geportet oder so. Ich habe geschnitten. Und zwar könnte ich hier noch was machen. Habe ich im Internet gelesen. Ich habe es jetzt auch nicht genau dort gelesen, aber irgendwo hier unten sollte noch was sein. Hier sind insgesamt mehrere Häuser. Oh, wait. Easy. Das habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Du hast das Buch Mudora, damit kannst du die alte Sprache der Heiliger verstehen. Ach so, warte. Ich hatte doch. Ja, genau, hier in diesem Wald. Wald der Mysterien oder wie der heißt. Da hatte man doch die Inschrift an dem Schwert. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich dir seine Tür zugemauert. Ich mauere sie jetzt wieder auf, wenn man das so nennen darf. Zack. So, wer bist du? Nun klingt, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Dazu hat er sich nicht geäußert. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Ja, lol. Die Frage ist nur, wo ist das Ziel? Okay, warte. Damit ich es fürs nächste Mal weiß. Ich muss da lang, dann hier hoch. Okay, ich war eindeutig zu langsam. Hab's geschafft. 31 Sekunden. Gut. Ach, dann kann man sich zuerst den Weg freilegen und dann. Also hier gibt es sogar eine Abkürzung, wenn man das Kraftarmband hat. Egal, ich probiere es nochmal, falls das geht. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt klappt, weil ich jetzt erfahren habe, wie es geht. Also ich habe erfahren, beziehungsweise habe es selbst herausgefunden. Oder nein, geht das nicht? Oh lol. Wait, what? Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 14 Sekunden. Super Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herzteil. Damit habe ich schon das dritte. Ich will wissen, was auf diesem Schild steht. Ich gehe jetzt extra außen rum. Weil wenn man von der Seite kommt, dann kann man es nämlich aufheben. Hey, vor Gott, ich hatte Zeit, die Schürze. Aber, hey, was ist das? Das ist ein unfairer Trick, aber ich habe ihn benutzt und niemand anders, deswegen kann ich das vergeuden. Was vergeuden? Was? Verkraften. Wer bist du? Okay, komm. Ich habe genug Money. Easy. Warte, ich öffne einfach alle. Mist. Habe ich einen Checkpoint oder nicht? Ich weiß es nicht. So, jetzt will ich hier hin. Leider weiß ich nicht, ob ich da so einfach hinkomme. Mal sehen. Hier geht es auf jeden Fall runter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Diesmal drücke ich nicht die falsche Taste. Ah, hier geht's lang. Das ist sehr gut. Oder?
Geht's hier lang? Oh, fast wieder falsche Taste gedrückt. Ah, warum drehe ich mich denn weg? Solche Fehler machen nur Anfänger. Okay, hier kann ich noch nicht lang. Jetzt nach unten. Jetzt sollte ich schon da sein, ja. Ich erinnere mich, dass hier irgendwas war. Nee? Okay, dann halt nicht. Wait, hier brauche ich noch was. Hier komme ich noch gar nicht durch. Warum renne ich ins Wasser? Manche Fragen lassen sich einfach nicht so einfach beantworten. Vielleicht geht's auch unten lang. Oder war ich hier? Ach, ich war hier. Warte, ich kann hier nochmal runter. Genau. Und hier geht's lang. Fast. Hier geht's fast lang. Ich kann aber auch noch hier hoch. Warte mal, ich hatte doch irgendwas bekommen. Ach ja, diesen Eisstab. Was der bringt, habe ich keine Ahnung. So, who are you? Sprich mich nicht an, ich bin ein komischer Kauz. Schild nicht herausziehen. Warum nur, warum? Ich habe keine Ahnung, was der Typ von mir will. Das war ein Fehler, oder was? Uff. Wie werde ich den Typen los? So. So, und ich würde nicht da rausziehen. Okay, mache ich nicht. Okay, er bedankt sich nicht dafür. Schade. Was ist hier los? Hier ist eine Fee. Erholung, das ist sehr gut. Zack. Das ist die Frage. Was ich jetzt machen werde. Holy shit. Oh Leute, ich bin komplett falsch. Okay, komplett falsch ist vielleicht übertrieben, aber ich muss hier lang. Und jetzt kann ich das Schild lesen. Es müsste eigentlich lesbar sein, nicht? Ich muss jetzt auswählen. Sprich für dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Was du erhört, öffnet sich der Weg. Okay, was wird hier beschworen? Gut. Das wäre gelöst. Dann habe ich sogar unbeabsichtigt was Sinnvolles gemacht. Indem ich nach Kakariko gegangen bin. Ich wollte eigentlich nur dieses Herzteil. So, das ist jetzt ein Dungeon. Ich beende aber jetzt den Part. Und dann bis zum nächsten Part.